Ich bin mal am Weg in die Fahrschule. Mal schauen, was da heute so abgeht. Soweit ich weiß, ist es ein LKW-Kurs. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal hoch. Schön in die erste Etage. Ich laufe auch mal rückwärts für euch. So. Und dann gehen wir einfach mal rein. Dann müsst ihr jetzt einen LKW-Kurs laufen. Ups, sind wir auch schon im Büro gelandet. Aha, so sieht es also hier aus. Und dann gehen wir einfach mal durch. Jetzt bin ich oben in der Fahrschule angekommen und neben mir sitzt der Andreas. Der ein oder andere wird ihn kennen. Hi, sag mal Hallöchen. Hallo Na, YouTube. richtig, ihr kennt es ja von Hot oder Schrott, da ist er ja immer zu sehen oder meistens zu sehen. Und wir haben so einen Facebook-Account, tauschen uns da schon mal aus und da ist mir ein Foto aufgefallen. Da standst du im Stau. Ja. Und wir hatten das mal hier besprochen, LKW sollen auf die Rettungsgasse oder alles, was rechts ist, soll den Seitenstreifen oder die Standspur mit benutzen, so sagen ja die ein oder anderen auch dazu. Und ja, der Andreas steht halb auf der Standspur, wie er es bei uns mitbekommen hat, ist ja auch Und richtig alle so. anderen nicht. Alle anderen nicht. Läuft. Na, und dann kamen die Kommentare bei dir bei Facebook. Na, da wurde dann diskutiert, nein, du darfst auf keinen Fall auf den Seitenstreifen. Ja, da wurde sogar ausgerechnet, wie breit eine Spur zu sein hat und dass man nicht auf den Seitenstreifen fahren muss, weil es ja reicht. Ja. Es reicht aber nicht. Und jetzt stellt euch vor, da vorne im Auto ist einer. Ein LKW klatscht auf Stauende. Ein PKW-Fahrer ist eingequetscht. Das Fahrzeug fängt an zu brennen. Die Feuerwehr will dahin. Das ist da super erklärt bei diesem YouTube-Video von Miniaturwelten Hamburg. Schaut Ja. euch das Video an. Ihr müsst davon ausgehen, das Video bei Miniaturwelten ist von Feuerwehrleuten und Rettungskräften gemacht worden. Die wissen, was sie tun. Politiker, die Gesetze machen, ich sage das auch hier, habe ich kein Problem mit. Ne, im Endeffekt werden solche Gesetze ja von Fahrradfahrern gemacht. Ja. Ne? Im günstigsten Fall. Oder von Leuten, die fahren 450 PS Diesel V8, ne, auf Staatskosten. Ne? Ich muss das sorry nochmal dazu sagen: Fahranfänger kriegen nicht so viel Geld wie ihr. Auch die Diäten, das, was ihr an Diätenerhöhung kriegt, das ist das, was ein Fahranfänger vielleicht im Monat verdient. Ne, und dann wollt ihr Diesel verbieten oder Fahranfänger fahren demnächst Fahrrad, wie ihr das gerne hättet. Okay, gut, dann brauchen wir keine Rettungsgasse. Die dürfen wir gar nicht auf die Autobahn. Sondern die fahren schneller Ne? als 60 Klamotten im Richtig. Fahrrad. Schneller wie 60. Okay, so jetzt habe ich hier das Lehrmaterial. Das Foto werde ich euch auch gleich mal zeigen. So, auf dem Foto könnt ihr quasi sehen, das ist so das offizielle Lehrmaterial. Da wird eine Rettungsgasse gebildet und der Seitenstreifen ist frei. Oh, welch Wunder. Sogar im Lehrmaterial, in den offiziellen Fragebögen, traut man sich nicht auf die Standspur. Jetzt lese ich euch mal was vor. Das ist auch aus dem offiziellen Lehrmaterial. So, Autobahnfahrt. Ich nähere mich mit eingeschaltetem Warnblinklicht, einem Stauende. Im Rückspiegel erkenne ich ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht. Der Rettungswagen nähert sich zügig und sucht den Weg durch die Rettungsgasse. Auf dreispurigen Autobahnen ist bei einem Stau zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen eine freie Gasse zu bilden. So, und jetzt kommt das Wichtige. Ich muss so weit wie möglich rechts fahren. So ist es Fakt. Und wenn ich so weit wie möglich rechts fahren muss, dann fällt da auch die Standspur mit rein. Normal. Ist normal. Ja, Ich logisch. weiß nicht, was die bei dir rumdiskutieren. Ich, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden das auch bei Facebook nochmal reinhauen und dann sollen sich darüber auch nochmal diskutieren. Jetzt lese ich euch mal vor, was nicht auf Autobahn zu machen ist. Dann wird euch das Ganze noch klarer. So, bei Annäherung von Einsatzfahrzeugen auf einem Vorrang verzichten und freie Bahn schaffen. Also auf Vorrang verzichten und freie Bahn schaffen. Ist klar. Im Allgemeinen äußerst rechts fahren. Jetzt kommt's.
und nötigenfalls auf den Gehweg ausweichen. Wenn wir auf den Gehweg ausweichen müssen. Und dürfen. Dürfen. Ja, dann wurde auch die Standspur, oder? Dann ist die Standspur doch mit drin. Na logisch. Was, das man darf sogar über Rot fahren, dass man für die Einsatzfahrzeuge freilassen. Richtig. Wir dürfen alles nutzen, damit die Rettungsfahrzeuge schnell durchkommen. Hört doch nicht immer. In dem Zusammenhang habe ich ja auch noch da so ein Video drunter gepostet, wie so eine Pappnase an einer roten Ampel steht und der Feuerwehrwagen steht dahinter. Mit Blaulicht, mit Palaver, mit Gedöns und der bleibt stehen. Ja. Wo ich mir dann denke so, Alter, fahr über die scheiß Ampel. Ja. Was ist los? Ja. Und selbst wenn da eine Blitze steht, scheißegal. Der Feuerwehrwagen wird auch geblitzt und dann wissen die direkt, was Fakt ist und das Thema ist erledigt. Was soll denn da passieren? Meine Fresse. Ja. Also Leute, ich habe hier einen Kurs. Hier sitzen alles Profis der Straße. Alles LKW-Fahrer und Busfahrer. Und die werden die Rettungsgasse auf dem Seitenstreifen, Standspur, bilden. Wenn ihr das seht, dann macht das doch auch. Auch machen. Okay? So, ich denke, hier ist eigentlich so ziemlich alles gesagt. Ach. Oder? Ich denke doch. Aber die meisten kapieren es trotzdem nicht. Weil die müssen ja unbedingt hinter dem, der rechts auf dem Standstreifen steht, so ein Stück nach links versetzt, damit sie was gucken können. Das ist das Problem. Ja. Ob ich jetzt im Stau stehe und was sehe oder im Stau stehe und nichts sehe. Ich stehe im Stau. Wir müssen uns dran halten. Ne? Nutzt, was zu nutzen ist, damit die Rettungsfahrzeuge wirklich durchkommen. So. Und bitte, was ihr in der Fahrstelle manchmal seht, die Bülchen, ne, was ich eben gezeigt habe. Ne, da traut sich keiner auf die Standspur rüber in der Fahrschule. Aber es ist richtig, bitte Standspur mitbenutzen. So. Sobald eine Stau sich bildet, haben wir die Standspur mitzubenutzen und eine Rettungsgasse zu bilden. Nicht erst, wenn ein Rettungsfahrzeug kommt. 90% auf Fahrradfahrer noch alle. So, wir sitzen ja immer noch im Kurs. Da könnt ihr mal gucken, wer da alles so sitzt. Alles nette Lkw-Fahrer, Lkw-Fahrerinnen und Busfahrerinnen und Busfahrer. Okay, ich habe hier ein Bild, das habe ich euch eben auch mal eingeblendet. Das ist so ein Abschleppmanöver auf der Autobahn. Ne, wir dürfen ja ein Fahrzeug von der Autobahn abschleppen. Das heißt, mit einem Abschleppseil entweder oder mit einer Abschleppstange. So, wie schnell darf ein Fahrzeug fahren oder wie schnell ist die Mindestgeschwindigkeit von Kraftfahrzeugen, die die Autobahn benutzen dürfen? 60. Mindestens, also mehr wie 60, mindestens 61. So, jetzt hängen wir in einem Abschleppvorgang, da ist ein Abschleppseil dazwischen. Und jetzt fahren wir in der rechten Spur. Wie schnell fahren wir? Sehr gute Frage. Zum Abschleppen. 60 ist ein bisschen kriminell, würde ich mal so behaupten, oder? 60 ist was schnell. Vor allen Dingen, wenn an dem hinteren Fahrzeug die Bremsen nicht mehr so funktionieren. Bremsen, Lenkung, ja. Alles wird problematisch. So, die Österreicher haben das super geregelt. Die sagen, beim Abschleppen darf nicht schneller gefahren werden mit 30 km/h. In Deutschland haben wir keine Regelung dazu. Da heißt es immer nur, entweder mit mäßiger Geschwindigkeit oder mit Geschwindigkeiten, sodass keiner gefährdet werden darf. Aber das kann sich ja irgendwie jeder aussuchen. Könnte ja auch 130 km/h Richtgeschwindigkeit sein. Ja. Ne? Weil das ist ja kein Fahrzeugzug. Es ist ja kein Anhänger, was da hinten dran hängt. Ne? Wir reden hier von einer eigenständigen Fahrzeugen und die dürfen Richtgeschwindigkeit 130. Leute, wenn ihr 130 beim Abschleppen fahrt, ich ziehe euch die Ohren lang. Ja. Geht gar nicht. So. Und dann habe ich hier vom Lehrmittelhersteller auch wieder dieses hochoffizielle Foto, wo ein Abschleppvorgang stattfindet. Und da fahren die dann in der rechten Spur und schleppen ab. Und ich denke mir dann so, ja, die Geschwindigkeit 30 wäre eigentlich optimal. Ja. Stellt euch mal vor, ihr fahrt so mit dem LKW schillig. Und vor euch taucht dann plötzlich ein PKW auf mit Warnblinker und der fährt 30. Ja. Im Abschleppvorgang. Ich bin vorher erstmal so mit Gedanken vertieft, für Musik oder weiß der Kuckuck was. Ne? Total eben. Und dann kommt plötzlich einer, der nur ein Drittel so schnell fährt wie ich. Ja. Deswegen, wo fahren wir beim Abschleppen? Auf dem Ballenstreifen.
Ja. Okay. Habt ihr verstanden? Wir fahren auf dem Seitenstreifen Strich Standspur. So. Zum Abschleppen. Und wenn wir doch da fahren können, dann können wir auch eine Rettungsgasse dort bilden. Die Fotos werden wahrscheinlich auch von Radfahrern gemacht. Na, so ein schneller Radfahrer. So wie der fotografiert ist, der von links, ja. Dann war der halt schnell unterwegs mit seinem Fahrrad. So wie die Politik von Radfahrern. Oh, sorry. Ja. Vergesst es. Ne? Aber das sind ja Radfahrer und Mitfahrer, die sitzen ja meist am Rücksitz, die Regeln machen. Ja, meistens. Ja? Okay. Gut. Ihr seht, wir haben so viele Grauzonen, so viele Unregelmäßigkeiten in der Straßenverkehrsordnung. Wir machen es einfach richtig. Ne? Wir gucken, welche Regelung ist richtig. Ne? Wir legen uns die Regelung auch zurecht. Dann landen wir automatisch auf der Standspur. Auch beim Abschleppen. Man könnte ja auch einfach mal seinen gesunden Menschenverstand einschalten und überlegen, was birgt das geringste Risiko? Und dann bin ich mit dem geringsten Risiko auf der Standspur als abschleppendes Fahrzeug schon ganz gut aufgehoben. Weil alles andere fährt schneller als ich und knallt mir im schlimmsten Fall hinten rein. Mhm. Oder wie die Alkanfahrer lieber Kursen am Rücken rückwärts fahren, wegen die Kamera. Ja. Ich hab's rückwärts. Ja. Warum die bis zum letzten, also verpasst haben.